Wir können es mal versuchen. Genau, der eine Lava. Oh, das ist natürlich jetzt schon stark. So, und jetzt platzt der eine Lava und die Pfeile von ihm sind weg. Oh Gott, ist das stark. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder zwei starke Decks, die du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hast und die auch ziemlich verrückt sind. Die letzte Folge war ja letzten Montag und da habe ich ja gesagt, ab 50 Likes gibt es eine Fortsetzung. Ihr habt über 100 Likes geschafft, also vielen Dank dafür. Das Interesse an dieser Serie scheint ja da zu sein. Und sollte dieses Video auch gut ankommen, würde ich mir vielleicht überlegen, sogar noch eine dritte Fortsetzung zu machen. Also mal schauen. Das erste Deck für heute ist ein Lava- und Klonzauber-Deck. Ist wirklich ziemlich stark mit Double Minions, dazu den Miner. Vor allem ist es sehr stark, einen Klonzauber über den Lava-Hund drüber zu werfen. Wir wollen einfach mal ein Match machen und ich versuche euch zu zeigen, wie stark das Deck wirklich sein kann. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal etwas defensiver und kommen jetzt als erstes mal mit einem Grabstein und warten erstmal ab, was der Gegner so an Karten spielt. Die Haupttaktik ist immer, vor den Lava-Hund den Miner zu schieben. Das ist immer so das Wichtigste bei dem Deck. Ich würde sagen, wir hauen schon mal die Goblin-Gang raus. Er muss auf jeden Fall schon mal reagieren. Haut einen Zap drüber oder? Oder er ignoriert das Ganze. Okay, das ist gut für uns. Da machen wir auf jeden Fall schon mal 500 Schaden mit. Das ist ja schon mal ganz solide. Okay, jetzt, er hat jetzt seinen Mega-Minion rausgehauen und die Bogenschützen. Genau, da können wir jetzt einen Lava-Hund raushauen und jetzt spielt er in dem Moment auch einen Golem. Das kann interessant werden. Mal schauen, was er noch so spielt. Ich hoffe, also wenn er Minions spielen würde, wäre es auch nicht schlecht. Wir haben ja die Pfeile drin. Okay, er spielt jetzt hier schon mal interessanterweise einen Grabstein. Wir müssen aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall. Okay, er spielt Pfeile. Er spielt also wirklich die Pfeile, okay. Und jetzt haben wir auf jeden Fall den Tunnelgräber da drauf. Der Tunnelgräber sollte jetzt hoffentlich die Bogenschützen einigermaßen down machen können. Er braucht zwei jetzt pro Bogenschütze. Den Klonzauber konnten wir jetzt hier nicht verwenden, aber der Miner tankt jetzt hier und der Lava-Hund macht ordentlichen Job. Und ihr seht, die Defense, die hat auf jeden Fall auch standgehalten. Wir müssen jetzt hier nochmal eine Goblin-Gang leider raushauen. Das ist ein bisschen schade, aber das müssen wir jetzt hier machen. Geht aber soweit in Ordnung, wir haben mehr Schaden gemacht und bisher haben wir ihn auch noch nicht den Klonzauber gezeigt. Er haut jetzt hier ein Drachenbaby raus, das überrascht mich. Da werden wir wohl den Lava-Hund jetzt davor schieben und dann wieder einen Push aufbauen. Genau, schöner Lava-Hund. Der wird jetzt schon ein bisschen Damage bekommen, aber das müssen wir jetzt halt so hinnehmen. Und jetzt können wir vielleicht, würde ich sagen, auch gleich schon mal mit dem ersten Klonzauber kommen. Ich weiß gar nicht, ob das klappt, wir können es mal versuchen. Genau, der eine Lava-Hund, das ist natürlich jetzt schon stark. So, und jetzt platzt der eine Lava-Hund und die Pfeile von ihm sind weg. Oh Gott, ist das stark. Ist das schon in der ersten Szene hier richtig stark einfach. Ich würde jetzt hier gerne Pfeile drüber werfen, aber die habe ich jetzt gerade leider nicht. Geht aber trotzdem wieder in Ordnung, der Miner tankt. Oh, das ist, es ist wirklich stark. Und damit sollte der erste Turm auch schon fallen. Ja, krass. Sieht auf jeden Fall gut soweit aus. Wir wissen, dass er einen Golem spielt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir lassen uns Drachenbaby mal durch. Wir lassen es mal lieber durch jetzt hier. Spielen jetzt, würde ich sagen, auf dieser Seite hier unser Mega-Minion. Splitten unsere Goblin-Gang. Er kommt jetzt hier mit seinen Bogenschützen, kann er machen. Haut jetzt hier die Pfeile raus, das ist gut für uns. Wir hauen hier einen defensiven Miner rein. Kommen noch mit dem Grabstein und hauen uns hier wieder einen Klonzauber drüber. Ich hoffe, der wird ihn ein bisschen überfordern. Der Defensive hauen wir hier noch die Goblin-Gang drüber. Der geklonte Lava und macht wieder ordentlich Schaden. Wir hauen ihm auch nochmal die Pfeile drüber, würde ich sagen. Aber ihr seht auch so, die Defensive hält schon ziemlich gut. Noch mit dem Mega-Minion. Der Lava-Hund lebt noch immer. Der Lava-Hund lebt auf der anderen Seite noch immer. Wir hauen nochmal einen Klonzauber drüber. Da ist noch ein geklonter Lava und damit gewinnen wir einfach souverän. Oh, das ist schon stark gewesen. Damit gewinnen wir souverän mit 2 zu 0. Hat mich jetzt selber überrascht. Ich habe da vorhin nochmal ein paar Decks, paar Tests gemacht mit Lava-Hund und Ballon. Und die sind ziemlich gescheitert. Aber mit Lava-Hund und Miner scheint der Klonzauber wirklich sehr, sehr OP zu sein. Also besonders halt auch gegen solche Tanks, wo ihr dann einen Grabstein defensiv habt. Sehr, sehr stark, sehr überzeugend und auch nicht besonders oft gespielt und eher unbekannt. Und deswegen mag ich das Lava- und Klonzauber-Deck auch wirklich sehr gerne. Nächstes Deck, wieder sehr interessant, das ist das Deck von Diggi. Das Diggi heißt der. Ja, ihr habt richtig gehört. Diggi war halt ein Spieler aus meinem Clan. Der hat ein sehr interessantes Deck gespielt, ist damit über 5000 Trophäen gekommen. Als Level 11er, einem Level 9 Schweinereiter. Ist sehr komisch irgendwie. Mit Bomber und Drachenbaby, dazu ein Schweinereiter Freeze, Pfeile, Skelettarmee, Inferno-Turm. Ich glaube, es war gar kein Skelettarmee, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht waren es auch Skelette.
So, die ersten beiden Spiele lief es leider nicht so gut mit dem Deck, wie erwartet, wahrscheinlich, weil ich halt einfach nicht damit umgehen kann. Wir haben einmal gegen Sebet-Spieler verloren, das andere Mal haben wir unglaublich gut gedefft, haben nur 400 Schaden kassiert. Das liegt halt einfach daran, dass ich mit dem Deck wahrscheinlich nicht so gut umgehen kann. Aber ich weiß halt, dass es OP ist. Das Problem ist halt nur, ich habe das Deck nicht erfunden und ich kann es wahrscheinlich auch nicht so gut spielen. Und trotzdem versuche ich jetzt hier nochmal das Beste rauszuholen mit diesem Fight hier. Und euch wenigstens zu versuchen, wie man das Deck spielt. Es ist definitiv stark, das kann man nicht leugnen. Ganz einfach aus dem Grund, weil man ja die Erfolge von Digi gesehen hat. Der wirklich, ich glaube, sogar bei 5100 Trophäen am Ende war mit dem Deck. Okay, die Skelettarmee war jetzt vielleicht nicht die beste, gebe ich schon mal zu. Interessante Minions von ihm. Mitten in das Drachenbaby überleben trotzdem, okay. Wir hauen jetzt hier die Bogenschützen mal raus und versuchen dann Schweinereiter-Push aufzubauen. Ich hoffe, er spielt keine Skelettarmee. Wäre relativ unangenehm. Pfeile sind bereit. Okay, er spielt Barbaren, das ist eigentlich in Ordnung. Da können wir vor allem mit unserem Freeze sehr gut arbeiten. Und jetzt gibt es auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr schönen Bomber. Jetzt kann man hier auf jeden Fall schon mal sehen, wie stark ein Bomber sein kann. Zumindest, wenn er sich richtig rumdreht. Jetzt müssen wir hier noch schnell das Drachenbaby ansetzen. Oh, das war jetzt ärgerlich. Hat noch den Miner zwischen reingemacht. Jetzt müssen wir noch schnell die Pfeile drüber hauen. Der Eismagier macht auch nochmal einen guten Job. Ärgerlich. Der Bomber hätte eigentlich wirklich einen sehr guten Job hier gemacht, aber dann hat er halt leider noch den Miner zwischen reingeschoben. Okay, er spielt also die Barbaren. Da können wir auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv arbeiten und ihn dann irgendwann in der doppelten Exierphase vielleicht einen Freeze drüber hauen, wenn wir einen Bomber hinten dran stehen haben. Mal schauen. Er spielt jetzt leider eine Prinzessin. Okay, dann müssen wir mal schauen, was ich damit anfange. Ich würde sagen, wir warten, bis der Bogenschütze tankt. Hat das nicht ganz geklappt. Nicht gut von mir. Haben wir noch einen Bomber raus? Der Bomber sollte überleben, einen Hit abbekommen. Genau, die Prinzessin stirbt, sehr schön. Und ich denke, jetzt können wir eigentlich auch einen Push starten. Schlechte Pfeile von mir, muss ich zugeben. Die waren echt schwach, die Pfeile. So, ich glaube, das Drachenbaby könnte jetzt überleben. Und dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, ihm jetzt einen Freeze drüber zu hauen dann. Mal schauen. Er muss gleich zum Barbaren zurückcyclen oder sowas. Genau, und jetzt kommt der Freeze. Jetzt kommt der richtig gute Freeze. Das Drachenbaby, wie sieht die Einheiten auch noch an? Der Hawk ist durchgehend am Turm und die machen richtig, richtig guten Schaden. Jetzt die Bogenschützen, das nächste Drachenbaby. Und hier gibt es eine sehr schöne Pfeile von uns. Wir müssen hier nochmal das Skelettarmee reinhauen, damit wir nicht allzu viel Schaden hier kassieren. Das Drachenbaby überlebt, glaube ich, nicht mehr ganz, nein. Aber jetzt können wir wieder auf jeden Fall mit dem Schweinereiter und dem Bomber kommen. Und können jetzt hier frosten. Dazu noch die Pfeile drüber. Und der Turm ist down. Ja, das war jetzt wirklich ein sehr beispielhaftes Spiel. Vor allem natürlich gegen Barbaren sehr stark, aber das war natürlich jetzt extremst stark. Gut, wir sind noch nicht ganz durch. Er wirft nochmal einen Feuerball drüber, aber ich denke, das sollte eigentlich reichen. Oh nein, es reicht nicht. Alles klar, es reicht nicht. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, muss jetzt live hier nochmal versuchen. Aber ich glaube, das war jetzt auch einfach nur ein grober Fehler von mir. Ich denke, das hätte ich jetzt auch so gewinnen können einfach. Habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich nicht mehr gut gedefft habe. Bringe noch eine defensive Skelettarmee. Er bringt nochmal die Minions, kann er gerne machen. Und jetzt hauen wir nochmal Schweinereiter drauf und freezen gleich. Bomber kommt dazu, Schweinereiter ist auch am Turm. Jetzt zusätzlich noch den Bomber. Nochmal die Pfeile drüber gehauen und das ist Schaden. Und der Turm geht runter auf 715 AP. Das war jetzt aber wirklich ein richtig starker Kombi. Wieder sehr schön mit Freeze gearbeitet. Ihr seht es, wie stark das sein kann. Ist nämlich aus Versehen das Drachenbaby nach vorne gehauen. Aber ich denke, das sollte jetzt auch noch einen guten Job machen gegen die Minions, hoffentlich. Genau. Und jetzt können wir gleich wieder mit unserer Freeze-Kombi arbeiten. Ich denke, das sollte dann unter Umständen schon das Spiel beenden. Wir haben das Schweinereiter-Bomber raus. Direkt gefolgt von einem Freeze. Zack. Und ja. Ihr seht es kann sehr stark sein. Ich habe es nicht optimal gespielt. Ihr seht, es war auch relativ knapp bei mir. Aber so vom Grundprinzip her habt ihr hoffentlich das Deck verstanden. Man spielt relativ defensiv, aber haut dann halt vor allem mit der Schweinereiter-Bomber. Wenn der Schweinereiter-Bomber zusammen am Turm ist oder Schweinereiter-Drachenbaby zusammen am Turm sind, dann könnt ihr einfach den Freeze überhauen. Das kann sehr, sehr stark sein. Besonders natürlich gegen den Barbaren-Spieler, der jetzt auch bei fast 4000 Trophäen war. Und ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Am Freitag müsste es weitergehen. Wenn dann die neue Heilungs-Challenge beginnt, die kommt ja am Freitagmorgen raus. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.